Buch für Barnabus. Ein merkwürdiger Mann namens Barnabus hat mich darum gebeten, ein Buch zu finden, das er irgendwo außerhalb des Tempels verloren hat. Der leichtfertige Mann weiß nicht, wann er es zuletzt hatte. Es wird also eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und deswegen bin ich hier jetzt reingegangen, weil ich nämlich dachte, es wird ein paar Quests geben, die uns sowieso außerhalb in die Gegend führen. So, ich gehe jetzt erstmal das Gebiet rechts ab, Freunde. Wir müssen immer so ein bisschen Auge drauf haben, ob irgendwelche Personen oder so hier aussehen, als wären sie was Besonderes. Ich meine, der Großteil ist Copy and Paste. Aber einige strahlen heraus. Man hat es ja beim Barnabus auch ganz gut gesehen. Das ist nicht einfach nur irgendein Charakter, sondern das ist schon jemand, der ein bisschen wichtiger ist. Es wird lange dauern, die Tempelanlage jetzt zu untersuchen. Okay, hier ist ein bisschen was los. Oh, ist das ein Rana-Buch? Okay. Magische Tragödien Teil 7, die Nebenwirkungen von belebten Gegenständen. Ein magischer Besen hat noch niemanden ein Bad eingelassen. Lieb's. So. Noch ein Rana-Buch. Ja gut, es sind Rana-Tempel, Freunde. Natürlich sind hier Rana-Bücher. Safe, und zwar safe auch einige. Hier unten ist das Lagerhaus und hier ist die Kaserne. Okay, das sind natürlich spannende Gegenden. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht einmal versehentlich auf Killen drücke. Und ich soll vielleicht öfter speichern, damit, falls es passiert, wir einen Weg zurück haben. Die Diener des Herrn des Chaos. Die Beppos vom anderen Stern. Ja, wo lauft ihr denn hin? Ich dachte erst, dass da einer wegläuft von denen. Gold. Ja, ich meine, also, es ist irgendwie logisch. Stein drin. Moin. Stopp. Es ist irgendwie logisch, dass ausgerechnet in der Hölle natürlich Unmengen von diesen Dienern des Chaos rumschwurbeln. Weil, ja, da gehören sie auch letztlich hin, wenn wir mal ehrlich sind. Und sie haben diesen wunderbaren Tempel eingenommen, was natürlich super, super bitter ist. Alter Käse, den brauchen wir doch. Den brauchen wir doch für die Quest. Der müsste dann hier sein, oder? Alter Käse. Geil, 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 geil. Darauf. Das Wichtigste ist, wenn man sich in so ein Lagerhaus reinschmuggelt, dann muss man sich auch gleich so betrinken, dass man erstmal schön einen Kotzebrei hinterlässt. Reiß dich zusammen, Junge, komm. Wer saufen kann, kann auch arbeiten. Das hat mein Dad früher immer gesagt. Mal wieder eine Tasse. Mehrere Tassen.
Ja, stimmt. Irgendwie habe ich es gerade voll ignoriert, dass der gehixt hat. Hm. Leute, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich die ganze Zeit so ein Ziehen in meinem rechten Arm spüre. Es ist nicht so angenehm. Und darauf konzentriere ich mich irgendwie gerade zu sehr. So, damit ich das... Okay. Die könnte noch wichtig werden, die Rana-Urne. Kann ich mir auch schnell eine Tasse gönnen? Geil. Ja, ist ein nettes kleines Lager. Nichts aus. Gut, wir haben den alten Käse gefunden. Das ist wichtig. Oh, scheiße. Wer ist da? Ein Dieb! Warte nur, bis ich die kriege! Oh, scheiße. Besteht die Möglichkeit, die Leiche zu verstecken? Haben wir irgendwie einen Säurefass da? Hauptsache, er schützt den Alkoholvorrat. Okay, der Rest anscheinend interessiert sich niemand für unser kleines Malheur. Ah nee, warte, ich will mich heilen. Anscheinend juckt's niemanden. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Was haben wir hier? Wir haben die Kaserne des Tempels, okay. Der sieht doch special aus, Fred. Oh, bitte hilf mir. Ich habe Angst, da runter zu gehen. Aber du bist ja erwachsen und so, und Erwachsene haben vor nichts Angst, oder? Warum musst du denn da hinuntergehen? Mein Ball ist runtergefallen. Ich war ein guter Junge und habe einfach damit gespielt, aber plötzlich ist er da reingefallen. Kannst du ihn für mich holen, bitte? Ja, ich werde ihn holen. Ah, toll! Du wirst ihn für mich finden, nicht wahr? Und dann können wir zusammen spielen. Ball im Brunnen. Ein kleiner Junge bat mich darum, seinen Ball aus einem Brunnen herauszuholen. Gut, das können wir wirklich sofort erledigen, weil dann hat ja der Brunnen auch irgendwie einen Sinn. Was macht dieses hässliche Ding dort? Und viel wichtiger, wie zum Teufel ist es überhaupt dahin gekommen? Hä? Kein Wunder, dass das Kind nicht hierher kommen will. Komm schon, bring es hinter dich und töte das Viech. Nein, ich töte dieses arme, dumme Tier lieber nicht. Du hast Mitleid mit einem hässlichen Frosch. Das kann nicht dein Ernst sein. Mensch, ich dachte wirklich, dass ich etwas auf dich abfärbe. Aber du scheinst immer noch erschreckend nett zu sein wie eh und je. Und wo ist der Kackball? Ist kein Ball. Okay. Der Frosch hat anscheinend... Der Frosch hat anscheinend den Ball gefressen. Also gut, wir töten ihn. Was zum Geier war das gerade? Oh, dieses Game. Also, nein, Fred, hier. Ja, ich werde es töten. Hm. Sei vorsichtig, diese Kreatur könnte stärker sein, als sie aussieht. Du kämpfst doch eh vorne. Achso. Rubin-Amulett, der Heiler einzigartig und ein Ball. Hm.
Ich habe den Ball des kleinen Jungen gefunden. Eine Kreatur hat ihn verschluckt. Stopp. Ah, schade. Gut, es ist auch nur ein kleiner Brunnen, aber ein Riesenfrosch drin. Okay, who cares? Ganz ehrlich. Wisst ihr, wir töten jeden Tiber, jedes noch so unschuldige Viech in dem Spiel töten. Wir brauchen jetzt von dem Riesenfrosch keinen Halt machen. Ja, du bist der Größte. Komm, jetzt können wir wieder Bälle verstecken spielen. Ich fürchte, ich habe keine Zeit. Schade. Erwachsene haben nie Zeit oder genug Geld. Wie der Mann etwa, der die Häuser vermietet. Ich habe gesehen, wie er einen Teil des Goldes selbst einsteckte. Ich habe ihn deswegen gefragt und er hat mich durch den ganzen Tempel gejagt. Das wird noch interessant. Ein Mann, der Häuser vermietet und einen Teil des Geldes selbst einsteckt. Das wird noch wichtig werden. Deswegen wichtig, den Jungen zufriedenstellen. So, das ist die Kaserne, oder? Genau. Scheint alles normale Menschen zu sein. Ist hier irgendwo eine Tür? Ah ja. Ja, wir können es uns jetzt natürlich nach allen Regeln der Kunst gut gehen lassen, Freunde. Wir holen uns hier, was uns im Prinzip nicht zusteht. Sondern wir holen es uns einfach und lassen es uns jetzt mal hier eine Zeit lang gut gehen. Hast du schon mal bei deinem ersten Besuch, ich meine, das ist eher an Leute, die bei der Bundeswehr sind, war das Erste, was du dort gemacht hast, erstmal auf den Boden zu kotzen? Wie fühlte sich das an? Lag deine Zukunft dann weiterhin bei der Bundeswehr? So. Es sieht schon nasch aus, auch mit der Statue hier. Ich muss hin und wieder hier reinschauen, Freunde. Damit ich immer für eine gewisse Übersicht sorgen kann, wisst ihr? Weil wir haben so viel Gold. Und jetzt kommen wahrscheinlich auch noch einige Nahrungsmittel dazu. Aber gut. Es soll ja nicht schlimm sein. Also ich merke gerade selber, wie ich sehr, sehr ruhig bin. Tatsächlich liegt es jetzt nicht nur an meinem Arm, sondern auch, weil ich mich gerade so ein bisschen... ich liebe es, in solchen Welten neue Orte zu erkunden. Und manchmal will ich dann auch einfach nur genießen, wisst ihr? Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich hoffe, ihr genießt einfach mit mir ein bisschen mit. Weil das ist für mich so eine der geilsten Sachen an Videospielen, wenn man neue Orte entdeckt. Das ist so... Das macht mir immer am meisten Spaß, wenn man die so ein bisschen durchforscht. So viel trinkt, dass sich der Charakter übergibt. Das mit Abstand beste Feature des Spiels. Ich würde sagen, mindestens 5 Bugs verzeih ich dadurch. 5 Bugs verzeih ich dadurch, dass dein Charakter so viel saufen kann, dass er kotzen kann. Würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen, ja. Vorne waren Nahrungsmittel, unten sind Schlafplätze, hier sind nochmal Schlafplätze und ein bisschen was zu trinken. Genau, falls einer in der Nacht Durst bekommt, kann er sich da nochmal ein Gläschen Ale gönnen. Aber keine wichtige Person. Wundert mich jetzt so ein bisschen, weil warum hat der Dude uns dann das markiert? Ich bin so einer von diesen Leuten, die eigentlich in Videospielen sich immer denken... Wenn du mir was gibst oder wenn eine Kreatur oder ein Mensch einen Namen hat, dann ist der irgendwie wichtig. Wie schon gesagt, so dass diese ganzen Charaktere, die Mensch heißen, einfach nichts zu bedeuten haben. Da brauchst du keinen Gehirnstrang, um das irgendwie zu erraten. Das ist einfach nur irgendwie ein Grünkristallgarten, um zwischen all dem Chaos hin und wieder mal ein bisschen zu chillen und zu entspannen. Verstehe ich? Silberschlüssel. Ja, der wird wahrscheinlich für das Lager sein. Ziemlich sicher. Aber wir natürlich erstmal Kopf durch die Wand. Oh. Unschuldiges Kind.
Hallo? Weißt du, wo die kleinen Kinder herkommen? Niemand will mir das sagen. Oh ja, was hat sie für ein Riesenschwert dabei? Was willst du denn jetzt von mir? Was soll ich denn mit ihr? Was macht ihr in diesem Haus? Verschwindet, ich mag keine Besuche. Ist mir egal. Ich sehe mich hier um. Ich habe auch eine Wache dabei. Sind es zwei? Zweimal genau der gleiche. Notizen zur Wiederbelebung 2 von Magier Mardok. Das haben wir aber schon gelesen. An das Zeug kann ich mich erinnern. An den Mardok. Ich finde das mit den Notizen ganz nice. Die sehen nasch aus. Wir werden jetzt dann bald überlastet sein. Wie man Krankheiten vortäuscht von Ignaz Krul. Dieses Buch erläutert, wie man wirksam Krankheiten vortäuschen kann. Es ist ziemlich teuer, aber trotzdem sehr beliebt bei Soldaten. Kennen wir auch schon. Immer wieder, wenn ich das so lese, dann fällt mir im Nachhinein so auf, ja, doch, das kennt man. Hier ist auch noch eine Tempelwache. Der sieht aus wie damals in Divine Divinity der Gigolo in dem Bordell in Verdistis. Das ist dasselbe Bild. Das hat sich bei mir eingebrannt, Freunde. Das hat sich bei mir eingebrannt. Okay, sie bewachen den Laden, sie schnauzen uns an, aber sie haben eigentlich jetzt kein wirkliches Problem damit, dass wir uns hier einfach mal ein bisschen bedienen. Sehr kulant, muss ich sagen. Also, ich wollte eigentlich hier auf die Karte. Zack. Die bewachen. Ja, ist ja recht. Ich will ja schon gehen. Du lässt mich ja bloß nicht gehen, oder? Die bewachen da irgendwas. Irgendwas Wichtiges. Sonst würden die hier keine Wachen aufstellen, die auch noch so saugrimmig sind. Die Tiber sind wirklich eine Plage hier in der Gegend. Ratten sind nichts dagegen. Meiner Meinung nach sollte man sie gleich alle töten, wo man sie zu Gesicht bekommt. Wir zwei werden sicher noch gute Freunde. Wir zwei werden sicher richtig gute Freunde. Und wir kümmern uns nebenbei auch noch um die Rattenplage, mein Freund. Also, wählt uns. Mei, und er war das Bild, er war irgendein Händler. Irgendein Händler. Nein, er war der Diener vom Herzog Janus, glaube ich. Ich glaube, das war das Bild. Wir haben ja noch keine Hochsaison. Das ist ziemlich verwirrend. Das sage ich dir. Ja, ich weiß. Der Koch hat gestern sogar einen im Tempel gesehen. Er hat mit ein paar anderen Leuten angefangen, ihn zu jagen. Irgendwann haben sie es dann geschafft, ihn hinauszujagen. Aber sie haben ihn nicht fangen oder etwa töten können. Man kann sie nur sehr schwer wieder loswerden. Ich hoffe, dass sie unser Haus verschonen. Meine Frau könnte diese Viecher auf keinen Fall ausstehen. Über was im Namen des Chaos sprechen diese Kerle? Über Tiber. Sie haben eine Tiber-Plage, Bruder. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Sie vermehren sich wie die Tiber. Ihr könnt euch also vorstellen, dass die Leute sehr nervös werden, wenn sie eines dieser Viecher bei sich zu Hause entdecken. Ja. Ich kann das super nachvollziehen, mein Freund. Was ist das? Ist das eure direkte Verbindung zur Hölle? Ihr müsst euch nur einmal um den Laden umschauen. Hier ist überall Lava. Geht auch nicht. Ich schreibe immer, das ist auch, was wir öffnen müssen. Also, deswegen, damit ihr checkt, was ich da für Notizen mache.
Ja, das läuft da bisher eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wir machen rechts oben weiter, oder? Schauen wir, dass wir so unser System beibehalten. Ich will jetzt die Stadt mal kennenlernen. Sie erinnert mich witzigerweise, obwohl sie natürlich optisch nichts damit zu tun hat, aber sie erinnert mich trotzdem irgendwie an Verdistis. Wahrscheinlich, weil es bisher so die erste, in dem Spiel die erste menschliche Großstadt einfach nur ist. Ich denke, dass es daran liegt. Viele Häuser, viele im selben Stil, wisst ihr, das ist so, ja, es ist so ein bisschen ikonisch, finde ich. Das ist ein Schießstand. Was ist das nochmal hier? Ein Waffen... Ach, das ist der Waffenhändler. Ah ja, mit dem Freund... Was will denn diese Kleine bei uns? Was willst du denn? Und wo soll ich sie denn hinbringen?